Ja, mein Name ist Ferdinand Güldenhaupt. Ich bin bei der IFB Eigenschenk seit 2013 und arbeite hier als technischer Leiter im Fachbereich Beweissicherung in der Abteilung Monitoring. Straßen sind für gewisse Lebensdauern und verschiedene Belastungen ausgelegt. Wird diese Lebensdauer überschritten oder die Belastung überschritten, kann es natürlich zu Schäden führen. Typische Schäden sind hier Rissstrukturen an der Fahrbahnbelagsoberfläche, die sich aufgrund von witterungsbedingten Wechseln auch über die Jahreszeit hin ausweiten können und zu schwerwiegenden Schäden führen können. Und jetzt gilt es, diese Schäden zu dokumentieren und möglichst zu bewerten. Bei der Straßenzustandserfassung ist es tatsächlich so, dass diese in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Wir von IFB Eigenschenk sind nicht nur im Fachbereich Beweissicherung und Bauzustandserfassung langjährig am Markt, haben die nötige Manpower und auch das Know-how, jedes Projekt durchzuführen, sondern sind auch mit Leidenschaft beim Projekt dabei. Ja, und wie ich jetzt genau so eine Straßenzustandserfassung durchführe, das schauen wir uns einfach gemeinsam an. Kommt doch mit! Wir haben hier jetzt den Straßenabschnitt eingeteilt. Zur Kartierung ist es natürlich notwendig, die Schäden oder Auffälligkeiten einzumessen, damit man sie auch übertragen kann. Hierzu haben wir die Stationierung. Im Moment nehmen wir sowas auf wie Risse, aber auch Spurrinnen und Abweichungen von der Ebenheit. So, jetzt wieder im trockenen Büro angekommen. Es ist erstmal wichtig, die Daten zu sichern und am Server abzulegen. Dann können wir mit der Gutachtenbearbeitung im Prinzip starten. Also bei der normalen Beweissicherung folgt eigentlich als Hauptaufgabe die Zuordnung der Fotos zum gesprochenen Protokoll. Da muss man dann natürlich nochmal drüber gucken. Bei Fachgutachten ist es natürlich etwas anders. Da muss man je nach Aufgabenstellung dann intensiver an die Sache rangehen. Ja, wie die Übergabe der Gutachten nach Fertigstellung dann konkret aussieht, ist vertragsabhängig, wie das unser Auftraggeber eben wünscht. Wir bevorzugen da ganz klar die digitale Variante, um die Umwelt zu schützen. Das war jetzt ein kleiner Einblick in die Straßenzustandserfassung. Solltet ihr darüber oder allgemein zum Portfolio der IFB Eigenschenk mehr wissen wollen, geht doch einfach auf eigenschenk.de. Ich muss jetzt aber weiter zum nächsten Projekt. Ciao!